Erstmal alle herzlich willkommen. Ihr kennt mich ja mittlerweile schon alle. Mein Name steht auch hier. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Und ich darf euch begrüßen wieder zu unserem Webinar. Ich habe festgestellt, gestern waren einige im Webinarraum. Scheinbar gab es wieder Fehlinformationen im Backoffice. In der Regel ist es so, einmal ist Mittwoch Workshop und am Donnerstag darauf ist Webinar oder umgekehrt. Aber es passiert halt leider immer wieder, dass irgendwelche Missverständnisse gibt. Aber man kann es gut erkennen, wenn hier kein Bild da ist, so 5 Minuten vorher wie heute, dann könnt ihr davon ausgehen, dass irgendwie da was schiefgelaufen ist oder spätestens zur angegebenen Zeit um 20:30, wenn nichts da ist, keine Information oder irgendetwas, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da einfach eine Fehlinformation im Backoffice ist. Kommt halt leider vor, wir müssen die Termine weitergeben. Ein einziges Mal habe ich es auch kurzfristig abgesagt, weil es einfach zeitlich bei mir nicht ging. Aber das sollte normalerweise die Ausnahmesituation sein. Ansonsten, wie gesagt, heute wieder allgemeine Information. Sind heute irgendwelche Personen dabei, die komplett neu sind, die noch nie irgendetwas von Skype gehört haben? Vielleicht mal kurzes Feedback in den Raum. Oder sind es schwerpunktmäßig Investoren, die eigentlich sich hauptsächlich auf die News oder für die News interessieren? Irgendjemand komplett neu oder relativ neu? Keine Information? Was? Leitung geschmolzen? Also. Okay. Gut, wunderbar, Thomas Wambach. Dann herzlich willkommen. Freut mich dann umso mehr, wenn es neu eben Interessierte oder neue Investoren gibt. Denn wir bewegen uns ja im Moment in einer sehr, 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 sehr spannenden Zeit und unmittelbar vor dem noch viel spannenderen, ich sage jetzt mal vorzeitigen Weihnachtsfest, nämlich unserem Ökofest am nicht diese Woche, sondern nächste Woche am 4. August. Da werden wir, denke ich, so einiges erfahren, aber ich werde dann bei den News noch das eine oder andere Wort vorzeitig dazu verlieren. So, um was geht es bei uns heute? Natürlich um die einzigartige Technologie von Unity, nämlich das innovative Transportsystem der Zukunft, Skyway. Eine Transporttechnologie, die mittlerweile weltweit für Aufregung sorgt und wir natürlich auch jetzt in unseren Bereichen immer mehr eben bekannt machen möchten. So, ja, ich darf euch dann natürlich hier einiges an Informationen weitergeben. Ich darf euch was über den Gründer und alles, was mit ihm zusammenhängt, berichten. Dann natürlich die Vorteile, warum ist diese Technologie ist so interessant, warum schlägt sie solche Wellen, wo liegen die Anwendungsgebiete, das Versuchsgelände, das ja über Privatinvestoren im Moment finanziert wird. Vermarktung, die Sachen werde ich nur ganz knapp anschneiden und die Unterstützer, Projekte, Verträge ebenso. Aber worauf ich mich natürlich heute dann ganz stark auch konzentriere, das sind die aktuellen News. Verlieren wir keine Zeit. Hier haben wir ihn, Anatoly Eduardovich Junitsky. Ich kenne ihn ja mittlerweile persönlich. Ein Mann, der einfach nicht nur Ingenieur ist oder Wissenschaftler, sondern auch ein starker Visionär. Ein Mensch, der die Menschen liebt und das fühlt man, wenn man ihn mal persönlich kennenlernt. Er ist Autor zahlreicher Erfindungen, die auch schon zum Teil lukrativ umgesetzt wurden. Von wissenschaftlichen Monographien, das sind Arbeiten, die sich mit einem Gegenstand befassen und eben der Verfasser auch von 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Aber was viel wichtiger ist, er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Spiegelt sich auch wieder in seiner Idee, die er ja auch gerne noch verwirklichen möchte, nämlich den Spaceway, die Grundidee, die jetzt in abgespeckter Version, wenn man es mal so sagen darf, nämlich in der, von Skyway eben begonnen wird. Und er möchte natürlich auch seine Vision Spaceway noch durchsetzen. Dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Das spiegelt sich wieder in seinen Ökohäusern und in seinen ganzen Ideen der Humusproduktion und was sonst noch so alles ist.
Und wer weiß, was uns in der Zukunft hier noch alles auf uns zukommt. Viele, die schon länger dabei sind, die wissen ja, dass es nach dem Ökopark 8 weitere Möglichkeiten gibt, Grundideen, Visionen von ihm, die auch über Crowdfinancing finanziert werden sollen. Aber da läuft das Ganze dann wahrscheinlich ganz, ganz anders ab. Da rede ich dann immer in den Workshops drüber. So, dann ist er natürlich der Erfinder und der Chefingenieur der Skyway String Transporttechnologie, die derzeit einfach unser Schwerpunkt ist. Näheres und alles, was sonst so wichtig ist, kann man alles nachlesen, wirklich sehr detailgetreu. Da braucht man ein paar Wochen Zeit, wenn man alles lesen möchte, nämlich auf der http://unitsky.com. Also eine ganz wichtige Seite. Hier kann man in Englisch oder Russisch alles nachlesen. Und der Herr Google kann einem da auch ganz gut helfen, wenn man vom Englischen her einfach überfordert ist. So, er hat natürlich mittlerweile schon die Anerkennung vom russischen Verkehrsministerium bekommen, zahlreiche Patente und Auszeichnungen für die Technologie, dann mittlerweile natürlich für zahlreiche seiner Fahrzeuge. Wir wissen ja, das kleine Unicar, das neue jetzt, das Unibus, das Unibike, das kleine Transportfahrzeug, alles schon zertifiziert und patentiert natürlich in zahlreichen Ländern, Japan, Europa, Australien, was weiß ich auch alles, natürlich auch in Weißrussland. Dann gibt es auch Zertifikate für die Architektur, weil auch die ganzen Gebäude, die errichtet werden müssen, ja, wenn man diese Zertifikate nicht hat, dann muss man Subunternehmen beauftragen, was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist. Und deshalb sind diese Zertifikate sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch das Unternehmen wurde ausgezeichnet, in Australien auch nach Umweltfaktor, ansonsten nach der ISO 9001. Und dann hat er mittlerweile auch schon 3 Oscars bekommen, sage ich jetzt mal, nämlich den Golden Chariot für den internationalen Transport. Aber nochmal zurückzukommen zu ISO 9001, was uns als Deutsche natürlich interessiert, auch nach deutschem Standort, nämlich vom TÜV Thüringen in Jena. Und dann wurde auch ausgezeichnet eben als Technologie des Jahres in Weißrussland und auch die Firma, die zusammenarbeitet, die Baufirma, hat ebenfalls diese Auszeichnung bekommen. Dann wurde natürlich die Marke schon registriert, er ist eingetragen im Internationalen Verband für öffentlichen Personennahverkehr in Brüssel, ganz wichtig, um von dort Unterstützung zu bekommen, um auch Beratung zu bekommen und so weiter. Der Rat kam damals auf der Indonesienmesse zustande und mittlerweile, wie gesagt, ist er dort auch Mitglied und was sonst noch alles kommt. Dann wurde die Zertifizierung durchgeführt, 2017 gestartet mit der Zusammenarbeit in St. Petersburg, in 2016 im Dezember und 2017 war dann das Wichtigste schon eben durch, das heißt die ersten Fahrzeuge, der gesamte Ökotechnopark und alles, was dazugehört. Mittlerweile wissen wir, sind wir im Zertifizierungsprozess für das Unicar für 48 Personen. Auch Expertenprüfungen gab es auch schon aus Australien. Wir wissen, es gibt die Skyway Australia, die im Moment ja auch verzweifelt wartet, dass Unitsky Zeit hat für sie. Aber sie müssen halt im Moment noch ein bisschen warten, komme ich noch dazu. So, was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant? Oder man kann es besser sagen, warum ist es weltweit im Moment so interessant? Warum schlägt es so viele Wellen? Im Webinar muss nicht zwingend ein Name sein. Das ist öffentlich und wird auch in YouTube veröffentlicht. So, was ist Skyway? Es ist eine spezielle Transporttechnologie, die sich wie viele andere, die wir schon kennen, auch auf der zweiten Ebene bewegt, aber ein ganz, ganz spezielles Schienensystem. Das Ganze bewegt sich auf einer Höhe von 200 bis 100 Metern, je nach Bedarf. Ist in der Stadt kann es natürlich auf einer tieferen Ebene sein oder wie hier links im Bild auch auf ganz oben drüber, wenn man zum Beispiel Regionalverkehr oder Highspeed-Verkehr hat. Je nachdem, wie es notwendig ist, was man hier auch schön sehen kann, jetzt muss ich mal meinen Pfeil nehmen, dass er auch mal mitspielt. Hier, es gibt auch hier Seelösungen, das heißt, man kann Häfen auch ins Meer hinausbauen, 15 bis 20 Kilometer ins Meer hinaus. Also auch hier ganz spezielle Konzepte, komme ich aber noch ein bisschen näher drauf zu.
Das Einzige, was Skyway eben mit anderen wie jetzt Einschienenbahn oder Magnetbahn gemeinsam hat, das ist eben die Höhe oder mit der Seilbahn. Ansonsten ist es ein spezielles Schienensystem, das sehr verkehrssicher ist. Man hat hier keine Kollisionsgefahr. Warum? Weil die Menschen, die Tiere, andere Verkehrsmittel bewegen sich auf der ersten Ebene, wir sind auf der zweiten Ebene. Es gibt keine Kreuzungen, sondern nur Schienenweichen, ja. Oder eben Wendemöglichkeit in solchen Türmen, wie wir eben gesehen haben, dass man reinfährt und auf der anderen Seite wieder raus. Und dann Richtungswechsel eben in den Türmen, in denen man aussteigt und in eine andere Bahn einsteigt. So eine hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge erkläre ich dann bei der Technik. Hoher Schutz vor Überschwemmungen, klar, wir bewegen uns auf der zweiten Ebene. Ob da unten jetzt viel Wasser ist, ob der Strom über das Ufer geht, interessiert Skyway relativ wenig. Hohe Erdbebensicherheit, das ist einfach durch das Konstrukt. Ich bin jetzt kein Techniker, aber wir haben hier Erdbebensicherheit bis zur Endstufe. Gegen Terror eine hohe Sicherheit. Natürlich wird es nie eine komplette Sicherheit geben, das gibt es nirgends, aber viel höher einfach auch durch den Aufbau der Schiene gegen Terror und auch gegen Stürme. Und ja, wenn man jetzt hier so sich diese Bilder ansieht, das sind Bilder aus der Realität, aus Großstädten, dann kann man sich ausrechnen, wie notwendig Skyway für die Zukunft ist. Und zwar insbesondere auch aufgrund, das ist hier der Punkt, auf der Umweltfreundlichkeit, nämlich das ganze System ist völlig autark aufgebaut auf Elektrizität und eben auf erneuerbaren Energien, die das Unternehmen selbst produziert und sogar so viel, dass es teilweise noch auch extern abgegeben werden kann. Zudem haben wir keine staubbildenden umweltschädlichen Erdaushüppel wie zum Beispiel beim Straßenbau oder auch beim Schienenbau. Diese Pfeiler hier brauchen ja nicht so viel Platz. Keine Störungen für Tierwanderungen, die können sich bequem unten runter bewegen. Keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, wie zum Beispiel auch bei der Straße, wo alles zugepflastert wird, die paar Pfeiler, das kann man umspülen. Kein Abgashaushalt, Reifenabrieb, wie zum Beispiel bei den Autos. Und niedrigster Energiebedarf im Verhältnis zu dem, was wir sonst haben. Und wie gesagt, ganz große Ausschöpfung, eben weil es Elektroenergie ist und die auch noch im speziellen Verfahren eben hergestellt wird und immer wieder eben erneuerbar ist. Da hat er sein eigenes autarkes System dafür. So, dann ist das Ganze sehr komfortabel, hohe Ebenheit der Fahrstrecke, da schauen wir uns dann mal die Schiene noch genauer an, bedingt durch das System auch geringe Fahrgeräusche, kurze Wartezeiten, Tür zu Tür. Was heißt das, wenn wir uns jetzt hier diesen Turm anschauen? Ich fahre hier mit dem Fahrzeug hinein, das Fahrzeug fährt hier herum und fährt hier wieder raus. Wenn ich die Richtung wechseln möchte, steige ich hier aus, fahre zum Beispiel mit dem Fahrstuhl nach unten, dann gehe ich dorthin, wo ich einfach hin möchte. Dann gibt es das Systeme, die merken, aha, da kommt die Rosemarie, die möchte in die andere Richtung fahren. Hier sind Fahrzeuge abgestellt, immer kleinere Fahrzeuge. Das merkt das System, aha, Rosemarie will in diese Richtung, es kommt plötzlich angebraust. Ich brauche nur einzusteigen und in die andere Richtung fahren. Das ist nicht an feste Fahrpläne gebunden, sondern eben nach Angebot und Nachfrage. Deshalb hier kurze Wartezeiten. Dann eine automatische Steuerung, leichtes Anlaufbeschleunigen und Bremsen. Das ist bedingt dadurch, dass es erstmal keine Kreuzungen gibt und zweitens mal, dass das Ganze internetgesteuert ist. Also es steckt kein Mensch dahinter, der das Ganze steuert, sondern es ist einfach ein schönes, gleichmäßiges, regelmäßiges Fahren. Wir wissen ja schon, wer ein Auto hat mit diesem System, jetzt fällt mir nicht der Begriff ein, wo das System eben automatisch fährt auf der Autobahn. Es läuft auch viel ruhiger, wie wenn ich selber Gas gebe und bremse. Nein, nicht Hybrid, Tempomat. Tempomat, ja. Genau, Abstandstempomat. Dann läuft es auch viel ruhiger, viel energiebewusster, zum Beispiel, wie wenn ich das Ganze als Mensch selbst steuere. Das könnte man jetzt hier ganz gut eben vergleichen. Ich sehe schon, ihr passt gut auf. So, aber das Wichtigste, da machen wir uns mal nichts vor, ja, das kann alles noch so umweltfreundlich sein, wenn es nicht bezahlbar ist, wird es schwierig mit der Verwirklichung. Aber das Interessante an Skyway ist ja auch noch, dass es
wesentlich kostengünstiger ist als andere Transportwege. Nehmen wir hier nur den Vergleich mit der Eisenbahn. Hier sind wir bei der Hälfte. Nehmen wir hier, was immer gesagt wird, ach, das ist die Magnetbahn, dann haben wir hier das 18-fache von Skyway. Also da sieht man schon diesen bedeutenden Unterschied. Warum? Wenig Flächenbedarf, geringe Kosten für Erdarbeiten, weil einfach hier, schauen wir uns diesen Bahnhof an und nehmen wir mal Stuttgart 21 oder den Münchner Bahnhof, ist eine ganz andere Situation. Warum brauche ich keine großen Bahnhöfe? Weil es keine Menschenansammlungen gibt. Weil einfach das ganze System anders aufgebaut ist. Und dann wesentlich geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das sehen wir dann, wenn ich euch die Schiene erkläre. So, dann, was natürlich auch wichtig ist, das sind die Folgekosten, die sogenannten Betriebskosten. So, das setzt sich zusammen. Gibt es Ausfälle? Nein, es ist allwettertauglich. Ja. Beispiel Ausfälle. Ja. Ich habe es jetzt wieder live erlebt, zweimal innerhalb von 2 Wochen, was es bedeutet, wenn ein Flugzeug plötzlich ausfällt, was das auch an Kosten bedeutet. Ich muss trotzdem von A nach B, aber wenn dieses Flugzeug ausfällt, uns hatten sie dann in Hotels untergebracht und sie mussten uns verpflegen. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch noch Schadenersatzanforderungen und so weiter. Also alles nicht so spaßig und mit Kosten verbunden. Hier, Skyway ist allwettertauglich, einfach von Aufbau. Müssen wir jetzt mal glauben. Also ich glaube, Junitzki mittlerweile alles, weil er hat mittlerweile alles bewiesen, was er soweit behauptet hat. Dann ein niedriger Kraftstoffverbrauch im Verhältnis zu anderen viel, 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 viel weniger. Was natürlich auch dann die Betriebskosten erheblich senkt. Automatische Steuerung bedeutet, ich brauche kein Personal bezahlen, der das Fahrzeug fährt, wie zum Beispiel der Bus, der braucht einen Busfahrer, der auch noch Ruhezeiten einhalten muss und so weiter, haben wir hier alles nicht. Wird alles über Blockchain, soll das ja gesteuert werden und über Internet. Somit auch über Blockchain sicher. Ja, es kann niemand hier eingreifen oder eine Fehlsteuerung verursachen, weil das ist ja über die Blockchain Gott sei Dank nicht möglich. Dazu kommen hohe Geschwindigkeiten, im Moment Höchstgeschwindigkeiten bis 500. Meines Wissens arbeitet aber Junitzki sogar schon an einer Version mit Halbvakuum mit 1200 oder 1250 Stundenkilometer. Also das ist natürlich für Highspeed und das ist noch ein bisschen in fernerer Zukunft. Aber man sieht, man will auch schon in die Richtung, wo Hyperloop hin will, aber nur, dass man schon wesentlich weiter ist. Aber weil das auch immer wieder gesagt wird oder Hyperloop-Konkurrenz. Lass doch Hyperloop auch existieren. Es ist alles möglich. Ja? Auf der Erde ist so viel Platz für Transportwege und für neue Ideen. Aber Skyway ist nun mal schon da und Skyway wird das Ganze ganz, ganz schnell aufbauen und forcieren. So, bedingt durch die ganzen niedrigen Kosten, die wir hier einfach zusammengefasst haben, kommt es natürlich zu einer schnellen Rentabilität, zu einer kurzen Amortisationszeit. Und somit zu großem Interesse bei den Investoren, die sich damit einbringen wollen, eben vor allen Dingen, wenn es dann nach dem Ökopark weitergeht, wenn es in die regionalen Projekte geht, wenn es darum geht, um regionale Bauprojekte. Da ist es natürlich für die großen Investoren interessant, dass sich das Ganze so schnell wie möglich amortisiert und damit Geld verdient wird. So, wie sieht es mit der Technologie aus? Es ist eine ganz, ganz spezielle Schiene. So, jetzt schauen wir uns die mal grob an. Wo ist mein Pfeil wieder? Ursprungsschiene war das hier. Ja. Was bedeutet das? Man hat ein Bündel vorgespannter Strings, Seile. Ja, man nennt das, man muss es sich ungefähr vorstellen, dünner gesehen wie eine Gitarrensaite. Deswegen nennt man sie auch oft diese Saitenschiene oder die Saitentechnologie. Weil es einfach vergleichbar mit einer Gitarrenseite ist, nur eben stärker dieses Seil und mehrere eben gebündelt. So, das Ganze sollte umgeben sein mit einem Befestigungselement und hier eben in diesem Schienenkörper. So, als Zwischenraum hier, und da sieht man jetzt deutlich, warum relativ wenig Stahl im Verhältnis zum Beispiel zur Eisenbahn, die ist ja komplett aus Stahl, die Schiene, weil man hier diesen Leerraum ausfüllt mit Spezialbeton. Dieser Spezialbeton hat verschiedene Aufgaben. Das eine ist natürlich Füllmaterial, das heißt, um das Ganze zu festigen, aber auch um die Schwingung des Stahls zu reduzieren. Das heißt, damit wird das Ganze sehr leise.
Zudem ist dem Ganzen noch eine Substanz beigemischt, die das Rosten verhindert. Und so spricht man davon, dass diese Schiene 50 bis 100 Jahre eben ohne Erneuerung eben aushalten würde. Was natürlich ein Riesenkostenfaktor ist, weil wenn man die Eisenbahnschiene anschaut, auf viel befahrenen Strecken kann es passieren, dass die alle Jahre zumindest abgeschliffen oder vielleicht sogar erneuert werden muss, was hier bei Skyway nicht der Fall ist. Da kommt aber noch ein Faktor dazu. Hier haben wir oben dann eben diese breite Fahrbahn oder Schiene, den Schienenkopf, den man eben nennt, sodass es eben sehr breitflächig hier das Rad auflegen kann. So, durch die Tests im Ökotechnopark hat man dann festgestellt, wenn man dieses hier auch noch verdreht beim Spannen, wird also extrem gespannt und durch die Spannung hat man wie bei der Gitarrenseite einfach eine hohe Möglichkeit, das Ganze zu belasten. So, wenn man das Ganze auch noch dreht, dann kann man eben eine viel höhere Belastbarkeit noch erreichen. Und zudem ist man jetzt schon wieder einen Schritt weiter, sodass man bei Leichtlauf oder bei der flexiblen Schiene auch neue Fasern wieder nennt, neue Materialien wie Kevlar-Kohlefaserkunststoffe. Warum nimmt man die? Weil diese wesentlich leichter sind. Hier nehmen wir mal den Durchhang an bei 5 Kilometern. Statt 100 Meter Durchhang nur 10 Meter, weil es einfach leichter ist. Und zudem haben die noch eine höhere Spannkapazität. Das heißt, ich kann statt 10.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter 50.000 Kilogramm spannen. Das heißt, das Fünffache schon von der Spannung her erreichen. Und ich brauche nicht so viel Spannung, weil ich ja nicht so einen Durchhang habe. Was ist die Folge? Ich kann zwischen den einzelnen Spannteilen, also das sind ja meistens diese Bahnhöfe oder diese größeren Türme, kann ich viel größere Distanzen erreichen, zum Beispiel wichtig auch von einem Berg auf den anderen und so weiter. Und das kann man hier natürlich sehr günstig ausnutzen. Wir müssen ja nicht die Profis sein, nicht die Maschinenbauer, aber das verstehen wir auch als Laie. So, es gibt drei verschiedene Schienenarten. Es gibt die halbflexible Schiene für die Unibikes, die leichteren Unibusse oder die leichteren Frachttransportwege. Dann gibt es die flexible Schiene, die auch ganz, ganz interessant, weil diese flexible Schiene, da kann man so zum Beispiel hier von einem Turm oder einem Hochhaus von A nach B nach unten die Gravitation ausnutzen, das heißt die Erdanziehungskraft, dass es automatisch nach unten geht und nach oben automatisch bremst. Und das kann man dann so ausrechnen, dass man von A nach B bei einer Distanz von 500, ich glaube mittlerweile bis 5 Kilometern, fast keine Energie benötigt. Das spiegelt sich dann natürlich in den Kosten nieder und auch in den Fahrpreisen. Also sehr, sehr interessant. Könnte man zum Beispiel zwischen Gebirgsregionen oder zwischen Hochhäusern ausnutzen und somit die Kosten für das Unternehmen, aber auch für die Passagiere wesentlich reduzieren. Und hier im Ökopark, wer noch nicht dort war, ich war jetzt schon mittlerweile ein, zwei, zweimal dort, sieht man auch hier diese Teststrecke. Aber auch in den Videos konnte man das Ganze schon sehen. Und dann gibt es noch die starre Konstruktion, das ist das hier oder eben hier. Das ist notwendig eben für die Highspeed-Fahrzeuge, weil die müssen zweigleisig fahren. Es gibt aber auch Unibusse, Hängemodule, die zweigleisig unten drinnen hängen. Aber man könnte auch oben zweigleisig fahren und unten eingleisig. Und natürlich für die schwere Fracht ist das notwendig. So, und bei diesem Modul, aber auch hier bei diesem, kann man eben diese Rohre noch multipel nutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel Glasfaserkabel, Stromleitungen und so weiter, Telefonleitungen kann man mit integrieren und müsste nicht extra unten eben zum Beispiel aufgraben oder neue Masten ziehen. Also hier alles durchdacht, die drei verschiedenen Schienen. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, warum eben das Ganze so langlebig ist. Also, wir haben hier ein ganz spezielles Motorrad. Das Motorrad ist elektrisch betrieben, ist auch patentiert und werden wir auch nie die Geheimnisse erfahren. Also dieses Motorrad wird bis zum kleinsten Detail immer bei Unity selbst erstellt und niemals irgend von einem Subunternehmen übernommen werden. So viel kann ich euch schon sagen. Es ist ein Allradsystem und es hat als Anti-Entgleissystem, nicht wie hier bei der Eisenbahn, diesen Schnabel, der es in der Schiene hält, sondern es fährt an der Seite so ein Rad mit. Was hat das für einen Vorteil? Dieses Rad an der Seite fährt hier, liegt sehr flach auf und auch dieses Rad hier liegt sehr flach auf. Im Gegensatz zum Eisenbahnrad. Das Eisenbahnrad liegt hier nur punktuell auf, weil es rollt ja hier mit diesem Kegel.
So, durch diese punktuelle Auflagefläche ist ein enormer Druck auf der Eisenbahnschiene, nämlich 1000 Megapascal statt dem Skyway-Rad, das liegt bei 200 Megapascal. So, wenn man weiß, dass bei 500 Megapascal bei einem guten Stahl der Verschleiß beginnt, dann kann man sich vorstellen, was hier passiert, wenn es sensible Fahren ist. Erstens mal ist es unregelmäßig, es wird zu einer unregelmäßigen Abnutzung kommen, aber es wird zu einer Abnutzung kommen, weil ich ja einen unheimlichen Druck drauf habe. In 1000 und ab 500 beginnt eben der Verschleiß. So, beim Skyway-Rad haben wir nur 200 durch die breite Auflagefläche, sehr eben ein leichtes Rollen, somit auch wenig Widerstand schon mal, aber auch die Belastung schön gleichmäßig verteilt und nur 200 Megapascal, also weit unter dem Druck, der zu Verschleiß führt. Das sind schon mal maßgebliche Vorteile, leichtes Rollen, dann haben wir, wie gesagt, hier spezielle Elektroräder, die auch noch als Allrad betrieben werden. Und hier sehen wir das Rad nochmal im Original. So. Und dann war ein weiterer Faktor, der eben zur Energieeffizienz führt, das ist natürlich der Windwiderstand. Ja? Je mehr Windwiderstand wir haben, wenn wir fahren, auch im Auto oder Zug und so weiter, desto mehr Energie benötigen wir. So, und durch die Tunneltests hat Junitzki herausgefunden, dass diese Tropfenform her eben den wenigsten Windwiderstand hat. So, nutzt man diese Tropfenform wie beim Intercity auf dem Boden, hat man hier unten noch diese Luftverwirbelungen durch diesen schmalen Widerstand. Und diese Luftverwirbelungen, diese führen zu einer Vervierfachung des Windwiderstandes. So, also das heißt, unsere Fahrzeuge fahren abends, oben, die haben nicht diese Luftverwirbelungen und brauchen nur ein Viertel von Energie. Also leichtes Rollen, breite Auflagefläche, wenig Windwiderstand, Elektrizität, das heißt höchste Ausnutzung im Vergleich zu zum Beispiel Brennmotoren wie Diesel oder Benzin. All diese Faktoren führen dazu, dass wir hier ganz, ganz wenig Energie benötigen. Noch ein wichtiger Faktor, der auch zur Energieeffizienz führt, das ist, ich muss diese Fahrzeuge nicht so schwer bauen wie zum Beispiel eine Eisenbahn. Oder auch beim Auto, ja, diese schweren Motoren, dann die Karosserie, die uns schützt bei Kollisionen und so weiter. Kollision ist hier so gut wie ausgeschlossen. Warum? Die Fahrzeuge haben ja auch noch Abstandsmessungen drinnen. Nocturnkameras, Stereokameras, Streckenmessgeräte und so weiter. Und diese merken, wenn jetzt vorne ein Fahrzeug langsamer wird, weil irgendwas ausfällt, Rad zum Beispiel, Schaden hat, kann ja alles mal passieren, dann bremst das nachfolgende Fahrzeug automatisch auch. Bedingt dadurch muss man die Fahrzeuge nicht so stabil bauen. Man kann hier, sieht man schon, eine Leichtbauweise nehmen. Diese Leichtbauweise braucht natürlich auch nicht so viel Energie, um vorwärts bewegt zu werden. Und auch hier nochmal ein wichtiger Faktor, der die Energieeffizienz unterstreicht. Also wir sehen hier schon, Junitzki hat alles, was an Wissen da war, eben miteinander verknüpft. Und dadurch einfach eine Energieeffizienz erreicht, die dazu führt, dass man wesentlich weniger Kosten hat, und vor allen Dingen Betriebskosten, auch in Bezug auf Verschleiß. So, wo können wir diese, ich sage jetzt mal, diese Möglichkeiten nutzen von Junitzki? Im Prinzip in allen Bereichen. Hier haben wir Anwendungsgebiet Frachttransport. Warum habe ich das als erstes genannt? Weil es auch eines der ersten sicherlich mit werden wird, wo man startet. Nämlich die Frachtsysteme von Junitzki sind natürlich ganz besonders. Es gibt spezielle Be- und Entladestationen, kann man ja mittlerweile auch schon im Ökopark sehen, schon komplett fertig. Wir werden es nicht im Betrieb sehen beim Ökofest, aber wir werden es sehen können. Es hat einfach das Risiko zu groß, es im Betrieb sehen zu können. So. Also wie gesagt, man kann hier zum Beispiel bei der Fabrik das einbauen, das Ganze beladen und man könnte es zum Beispiel auf dem Hafen, auf einem speziellen Skyway-Hafen, entladen. Genauso könnte man diese Frachtcontainer, die natürlich genormt sind, auch eben in einer Fabrik hier an die Schiene hängen und dann zum Beispiel auf einen anderen Zug oder hier auf ein Schiff wieder entladen. Also das Konzept von Skyway ist nicht nur eine Strecke von A nach B, sondern
Man muss sich das so vorstellen, es wird hier weltweit ein ganzes Konstrukt aufgebaut, wo also Häfen verknüpft sind mit Strecken, dann das Ganze ist teils verknüpft mit Fabriken, dann geht es auch ins Gebirge mit rein, man kann bei der Fracht auch 30% Steigung, langfristig sogar noch mehr erreichen. Das heißt, wir können auch in unwegsame Gelände hinein, wo andere Frachttransport Möglichkeiten oder andere Transportwege generell komplett versagen. Also man sieht hier schon einen großen Vorteil. So, und vom Fracht her, wie viele Personen passen in ein Fahrzeug? Es kommt immer ganz darauf an, welche Fahrzeuge. Wir kommen gleich zum Personenverkehr separat nochmal. Bleiben wir mal bei der Fracht. Hier gibt es natürlich die Hochtransportsysteme, die eine Belastung der Schiene, das ist natürlich die starre Konstruktion, bis 100.000 Tonnen haben. Und eine Beförderungsstrecke ist möglich bis 10.000 Kilometer ohne Unterbrechung. Ihr könnt euch vorstellen, wie interessant das ist für die Industrie. Weil ein LKW muss Pausen einlegen, ein Zug muss auch eben anhalten und so weiter. Aber hier kann man eben das Ganze völlig ohne Person, nur über Internet gesteuert, bis 10.000 Kilometer mit einem Akku eben vorwärts bewegen. So, dann gibt es noch die Hängetransportsysteme bis 40 Stundenkilometer und nur in Anführungszeichen 5 Tonnen Tragfähigkeit. Das ist natürlich eher im näheren Umkreis bis 200 Kilometern. Und wie gesagt, das Frachtsystem kann natürlich wunderbar eben auch mit den Häfen eben kombiniert werden. Es gibt noch den Erdölfaktor, aber der ist im Moment noch nicht so interessant. Das lasse ich mir jetzt mal weg. So, dann kommen wir zum Personenverkehr. Da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten. Eben, es gibt den Smart Cities, das Smart Cities Konzept, das ist der Stadtverkehr. Was ist damit gemeint? Man verknüpft zum Beispiel große Knotenpunkte wie U-Bahn-Stationen, die oftmals auseinandergelegen sind, eben ganz bequem, indem man oben drüber eine Strecke baut mit Skyway, sodass ich bei der U-Bahn aussteige, oben mit Skyway weiterfahre und dann zur nächsten U-Bahn oder zu einem anderen Ziel. Das heißt, die näheren Strecken kann man diese Skyway-Bahnen einbauen. Natürlich ging es auch auf lange Strecken, aber man nützt ja in der Regel das, was man hat, ja schon aus und baut eben neue Strecken dort, wo man irgendwelche Probleme zu lösen hat. Und diese Probleme können eben meistens mit Skyway gelöst werden, wo andere Verkehrssysteme scheitern könnten unter Umständen. Es kommt halt auch immer auf das eine oder andere drauf an und es ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor. Dann gibt es noch die Regionalsysteme und dann gibt es die Highspeed-Systeme. Und wer es schon mitbekommen hat, wird schon gehört haben, auch bei den Highspeed-Systemen haben wir jetzt ein kleines Fahrzeug. Nicht wie hier beim, sagen wir mal, der Intercity von Skyway, natürlich wird es auch große Fahrzeuge geben, aber es wird auch kleine Fahrzeuge geben mit Highspeed, weil das einfach den Vorteil hat, man kann eben flexibler fahren, man kann mit weniger Personen fahren, die Personen können auch unterwegs mal Pausen einlegen, wenn sie sich absprechen, was mit großen Fahrzeugen natürlich nicht möglich ist. Und das Ganze ist, das Unitsky draufgekommen, ist eben viel kosteneffizienter, wie wenn ich so riesen Fahrzeuge habe und die sind vielleicht bloß halb voll oder eine Viertel voll, weil einfach in dem Moment der Bedarf nicht da ist. Also man muss hier einfach von der bisherigen Denkweise komplett weg. Und so kann man sagen, die Fahrzeuge von Skyway bewegen sich tatsächlich von 2 Personen bis zu 160 Personen, je nach Fahrzeug. Aber man geht davon aus, dass gerade jetzt in der Startzeit es mehr kleinere Fahrzeuge sein werden, weil es einfach effizienter ist. Ist die Frage hiermit beantwortet? Ich hoffe mal. So, und das ist die große Vision. Hier können wir uns mal vorstellen, hier in diesen Türmen wird einfach sich alles abspielen. Hier oben, das könnte ich mir vorstellen, sind Regional- oder Highspeed-Strecken. Und hier quer eben werden dann die kleineren linearen Strecken sein von Skyway. Und warum sieht das alles jetzt hier so grün aus? Ganz einfach, weil Skyway, habe ich ja gesagt, ist nicht nur ein Transportsystem, sondern Junitzki hatte auch seine sogenannten Ökohäuser. Und diese Ökohäuser, wer sie noch nicht gesehen hat, die sind ja oben entweder mit Holz getäfelt oder eben begrünt. Er hat ja auch einen speziellen Humus, der sich eignet für diese Häuser und so weiter, sodass wir im Prinzip unseren Garten auf dem Dach haben.
Und wer noch nicht im Ökopark war, dem empfehle ich es, ihn irgendwann mal zu besuchen und da kann man dann genau sehen, was hier gemeint ist. Ansonsten sage ich immer, diese Türme, hier wird dann der Berg toben, das heißt, hier werden die Restaurants sein, die Geschäfte und so weiter, hier wird das Leben sich abspielen und hier werden eben die Menschen leben. Also ich stelle mir das herrlich vor und hier oben eben mit Blick auf Meer, wie fantastisch ist das denn? Aber ich gebe euch natürlich recht. Sowas geht nicht von heute auf morgen, aber man kann neue Städte aufbauen, man kann Städte umstrukturieren über kurz oder lang und es muss ja nicht auf der Welt überall gleich aussehen. So, dann kommen wir zu den Testgeländen. Junicki hat ja irgendwann angefangen, das Ganze zu testen und das erste Testgelände stand früher mal bei der Stadt Ossory in der Region Moskau und zwar 2001 bis 2009, 8 Jahre, hat man hier diese LKW-Tests gemacht. Dieser LKW ist ja mittlerweile auch im Ökotechnopark. Warum betone ich das so? Weil nachdem Medvedev gesagt hat, eben 2009, jawohl, er möchte Junicki eine Chance geben, dass man das Ganze in Moskau eben forciert und ausbreitet, aber die ganze Lobby dagegen war, hat man eine Woche später in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Ganze zerstört. Übrigens, hier ist auch der Alexander Leben. Wo man sagt, naja, der kann gar nicht Investor gewesen sein, doch das war er, aber er war es eben 2001, 2002. 2002 ist er ja dann tödlich verunglückt. Aber er war damals eben auch Unterstützer und Investor. So, und dieses Testgelände wurde dann zerstört, unter anderem auch dieser LKW, alles irgendwo anders hingebracht und den hat man, ich glaube, letztes Jahr wieder gesucht und in den Ökopark eben dann jetzt zurückgebracht als Erinnerung an diese Zeit. So, und hier haben wir eben das Gebilde vom Ökotechnopark, der jetzt ja finanziert wird und man kann sagen, bis auf die Highspeed-Strecke, der jetzt ausgelagert werden soll, ist er so gut wie fertig. Dann haben wir jetzt hier eben die Frachttrasse mit dem Be- und Entladungssystem. Hier haben wir eben die Leichtlaufstrecke mit diesem Gravitationsausnutzungssystem. Und dann haben wir hier eben eine kurze Teststrecke für die Regionalfahrzeuge, eine Stadekonstruktion. So, und hier zum Beispiel ist das Ökohaus, ein Bild vom 5. Mai. So sieht es tatsächlich aus, eben hier Holztäfelung, überall hier eben Blumen und Bepflanzungen. Das wird ja eines der nächsten Themen werden, die wir eben finanzieren dürfen, wenn wir möchten. So, die ganze Entwicklung begann 1977 mit der Idee. 2014, nachdem eben das Debakel war in Moskau, in Ossory, hat man dann 2014 gewählt über Crowdfinancing, hat damit dann das Design entwickelt. 2015 dann das Bauvorhaben im Juli gestartet. Hier haben wir es ja, wo mein Pfeil sich hier rumirrt. Das waren die ersten Arbeiten, wo man eben hier bei diesem Testgelände dann die Bäume eben entsorgt hat und eben mit den Arbeiten begann. Jetzt sieht es ja ein bisschen anders aus. Das sind eben die Hallen, wo schon die Serienfertigung stattfindet jetzt. Und 2017 begann eben dann die Markteinführung mit den ersten Verträgen. So, die Vermarktung begann dann natürlich mit der InnoTrans 2016, bei der ich dann eben mich entschieden habe, das Ganze massiv zu unterstützen. Da bin ich. Wir haben es ja jetzt wieder. Ich werde dann zum Schluss nochmal drauf zukommen. Übrigens hier der erste Finanzexperte, der gesagt hat, Skyway, the next Internet im Finanzbereich. Und hier Rod Hook, der ehemalige Verkehrsminister und Transportunternehmer aus Australien, der die Skyway Australia hat. So, dann ging es weiter mit zahlreichen Messen 2016, zahlreiche Messen 2017, unter anderem Indien und Indonesien. Woraus ja natürlich die ersten Verträge resultierten. Dann dieses Jahr 2018 Messe in Thailand, in Indonesien und dann eben die alles ausschlaggebende Messe in Dubai. Und das ist auch der Grund, warum der Schwerpunkt jetzt nach Dubai verlagert wird. Singapur kommen wir dann noch ein bisschen später drauf und zu InnoTrans eben auch, der jetzt im September stattfindet. Dann gibt es natürlich Presse, Presse, Presse in Medien, in Fernsehen, Zeitschriften, überall. Es gibt auch mittlerweile Unterstützer in Arabien, in Südkorea und natürlich unseren berühmten Dalai Lama, der das Ganze auch unterstützt und der sich auch einsetzen will für die Mongolei.
Und was auch wichtig ist, die Moskauer Hochschule hat, nachdem sie 2006 behauptet hat, das ist nie ausführbar, hat sie das Ganze zurückgenommen. Friedkin, hier haben wir ihn, hat sich in den Ökopark begeben, hat das Ganze betrachtet und hat gesagt, jawohl, es ist machbar. Sie haben das Ganze begutachtet und auch abgegeben, also diese Begutachtung, und dann auf der Moskauer Messe im Fahrzeug von Skyway unterschrieben und gesagt, jawohl, wir wollen Studenten ausbilden. Meines Wissens gibt es auch schon jetzt einen Extrakt mit einer Hochschule zum Ausbilden von Studenten in Argentinien. Da muss ich aber sagen, das ist noch nicht von offizieller Seite, wurde aber in den Webinaren schon genannt. So, abgeschlossene Verträge und Vorverträge gibt es schon jede Menge. Hier Australien, die warten ja verzweifelt drauf, die arbeiten ja an vielen, vielen Projekten, Hafenprojekten, Smart Cities Konzept und Frachtkonzept, weil für Australien ist natürlich die Fracht interessant. Hier leben die Menschen und hier sind die ganzen Erzbergwerke und hier ist Niemandsland, also ein ganz wichtiger Faktor. Also da wird es auch weitergehen. Im Moment kann ich euch gleich sagen, alles auf Eis gelegt, ein Fokus ist nur auf den Emiraten. Aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Man will halt die ersten Strecken haben und dann wird es weltweit weitergehen. Man baut hier ein gezieltes, das kann ich auch vielleicht gleich erwähnen, ein gezieltes Konzept auf, ganz strategisch, das wird ja miteinander verknüpft. Und bei diesem Konzept muss man einfach sagen, diese Grundstruktur wird jetzt aufgebaut, beginnt mit den Emiraten, dann kommt San Bernardino und wenn da das steht, dann wird das Ganze weltweit passieren. Das wird dann einen riesen Knall geben und wird weltweit eben loslegen mit all den jetzt schon initiierten Projekten und glaubt mir, das ist jede Menge. Aber wie gesagt, man muss mit einem Projekt starten, man muss es zeigen. Auch Indien gehört zu den Kandidaten, die zwar initiiert sind, aber die auch jetzt in der zweiten Reihe stehen, weil im Moment alles auf sich fokussiert auf die Emirate. Und da wird uns sicher beim Ökofest einiges darüber berichtet. Das gleiche gilt für Indonesien. Auch hier im Moment alles in die zweite Reihe gestellt. Im Moment geht es nur hier um diesen Bereich. Das Nachbarland Saudi-Arabien hat es ja auch schon hier ganz, ganz große Pläne. Ich bin gespannt, wann wir hier offiziell davon hören. Das ist jetzt noch inoffiziell. Auch in Russland alles im Moment auf der Warteliste, bis es losgeht. Nur hier für diejenigen, die es noch nicht wissen, es gibt schon jede Menge Interesse, ob das die Arktis ist, ob das Kasachstan Seitenstraße ist. Viele Bezirke in Russland, die vor allem gebirgig sind, die Tourismusbereiche sind, wie zum Beispiel Georgien mit dem Hafen Anaklia, Chabarowsk, Wolga-Gebiet hier oder hier See-Issyk-Kul in Kirgisistan. Das sind alles Tourismusprojekte, da geht es in vielen Bereichen darum, eben auch die Fracht von den Straßen wegzubringen. Und ganz aktuell haben wir ja wieder Jekaterinburg, da komme ich dann nochmal drauf. Astana ist übrigens die Hauptstadt von Kasachstan. So, dann haben wir Fluss Dnepr in Mogiljew. Dort habe ich jetzt gehört, soll schon was sein, kein Mensch wusste, was ist, aber da wird schon, da passiert scheinbar schon ein bisschen was. Da sind ja auch schon Gelder geflossen. Dann sind da in Ausarbeitung auch ein Ring um Minsk. Oder Hochgeschwindigkeitstrasse von Brest über Minsk nach Moskau. Also ihr seht, egal wo, es gibt hier jede Menge Arbeit für Junitzki, die er ja gar nicht auf einmal bewältigen kann. Man muss ja auch erst die Infrastruktur schaffen. Aber eines der ersten Projekte, und das sagt er ganz klar, Emirate, dann die Schweiz mit San Bernardino und dann kommt erst alles andere, eben Schritt für Schritt. Warum? Man muss einfach irgendwo anfangen, dann muss man das Konstruktionsbüro aufbauen, das ja schon sich vervielfacht hat, komme ich zum Schluss noch auf die aktuellen Zahlen, aber es muss natürlich erstmal alles, eben die ganze Infrastruktur geschaffen werden, weil ich kann ja nicht einfach drauf losbauen, sondern ich muss Verträge abschließen, ich muss irgendwo beweisen, dass es funktioniert und dann wird es weltweit eben überall initiiert. Wir haben ja auch schon mitbekommen, in der Türkei waren schon Gespräche, in unserem Nachbarland Italien, drei Projekte, das ist Kalabrien, auch rüber zu Sizilien ein Projekt, eine
stillgelegte ein stillgelegtes Bahngleis soll jetzt wieder die abgelegenen Gebiete verknüpfen. Das ist ja sogar ein Politikum, da hat ja ein Bürgermeister seine Wahl gewonnen, nur weil er sich für Skyway eingesetzt hat. Also man sieht hier großes Interesse. Dann San Marino schon sehr weit fortgeschritten, da reisen sie ja jetzt schon rüber. Und natürlich das Expo-Gelände in Milano. Dann haben wir, wie gesagt, hier die ganzen südamerikanischen Bereiche. Das ist unglaublich. Lettland, ja, Lettland möchte ich nochmal wiederholen. Da soll es um einen, Moment, Estland, das ist nicht durcheinander. Lettland ist Riga ein Projekt in der Ausarbeitung sein. Und in Riga ist ein Projekt in Ausarbeitung. Da geht ein Tunnel rüber nach Helsinki, 90 Kilometer lang. Da geht es um 16 Milliarden, was da ein Projekt ist. Das soll auch mit Skyway verknüpft werden. Also inwieweit das Ganze ist, das werden wir hören, wenn es dann soweit ist. Slowakei, Südwales. Und wie gesagt, die ganzen südamerikanischen Länder, die können eben mit dem ganzen, eben ihr Bruttosozialprodukt eben erhöhen. Das Interessante ist, was wir bisher ja nicht gewusst haben, Skyway hat ja die Möglichkeit, auch die Finanzierungen, also die Finanzierungsmöglichkeit zu bieten, zum Beispiel über die Tokenfinanzierung, sodass Länder, die es sich eigentlich nicht leisten könnten, trotzdem bauen können, weil man ihnen auch noch die Finanzierung anbietet. Und das ist ja das Einzigartige, was wir eigentlich gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Skyway liefert nicht nur die Möglichkeit, sondern auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren. Und wenn man weiß, hier in diesen armen, relativ armen Ländern, dass dort Schienen verrotten, weil man nicht das Geld hatte, Bahnen zu bauen, die man eigentlich dringend benötigt, dann kann man sich vorstellen, was das für diese Länder bedeutet. Und wie jetzt Namen, weil ich es hier habe, ist ja aktuell wieder ein Thema, komme ich dann gleich nochmal drauf zu. So, nun zu den aktuellen News. Nun haben wir schon Jekaterinburg. Warum ist das im Moment so interessant? Die kämpfen gerade um die Expo 2025 und dafür müssen sie natürlich auch die Infrastruktur ausbauen, weil sowas ist einfach grundlegend, um überhaupt so einen Zuschlag zu bekommen. Und sie setzen hier natürlich schon auch auf andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Metro will man auch bauen, aber das ist ein Riesenkostenfaktor. Und so sagt man, könnte man eben gerade in diesem Park eben das Ganze mit Skyway viel schneller lösen. Die Metro wird später irgendwann kommen, aber man setzt hier ganz stark auf Skyway. Und ich denke, wenn die das schon mal öffentlich sagen, dann ist es so gut wie durch. Und er spricht eben ganz klar davon, dass man eben hier Skyway integrieren sollte, weil man damit einfach eine ganz andere Möglichkeit hätte. Und auch hier die Zeitungen sprechen schon drüber. Also sie hoffen sich damit einfach den Zuschlag für die Expo. Dann gab es natürlich wieder einen großen Artikel in der Bolschoi, eben über Skyway, welche schienengebundene Technologien beeinflussen in Zukunft die Umwelt. Und auch hier wieder ein großer Artikel. Also ich gehe ja in der Regel schon gar nicht mehr so groß ein auf die vielen, vielen Zeitungsartikel. Jetzt ganz aktuell heute wieder reingekommen, wieder einer, den habe ich gar nicht eingebaut, ist ja auch gar nicht so wichtig. So, und jetzt kommen wir zum Thema Ergebnisse der Konferenz in Vietnam. Wir haben es ja mitbekommen vielleicht, wer schon ein paar Tage dabei ist. Da war jetzt eine ganz große Konferenz und Vietnam ganz aktuell. Lass mich spicken. Da laufen momentan wirklich umfangreiche, wichtige Vorbereitungen. Und vor der InnoTrans fliegt noch eine große Delegation von Skyway erneut nach Vietnam, um Verhandlungen dort mit hochrangigen Beamten bezüglich einer Reihe von Projekten in Vietnam durchzuführen. Also es geht hier nicht um eine Kleinigkeit, sondern hier geht es um Größeres. Und eine Delegation aus Vietnam soll ja auch am 4. August beim Ökopark dabei sein. So, dann war jetzt ja wieder eine Delegation, es waren ja innerhalb von 2 Wochen 2 Delegationen aus den Emiraten, hier die ganz aktuelle aus Sharjah. Und was ist Sharjah? Das ist die drittgrößte Emirat in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es ist das Einzige, das an den Golf von Oman und an den Persischen Golf grenzt, in unmittelbarer Nähe von Dubai. Also wir können uns vorstellen, dass das natürlich spannend ist, weil das alles in einem Bereich ist. Was wichtig ist, ist ein globales Handelszentrum,
und die sogenannte Stadt der Wissenschaft und Kunst und dieses Kulturzentrum der arabischen Welt. Und was noch dazu ist, ich sage jetzt mal, eine ganz große amerikanische Universität. So, es gehört eben zu den 500 Besten der Unis. Und was ist denen ihr Schwerpunkt? Umweltschutzforschung, sie prüfen die Möglichkeiten zur Verbesserung der Böden. Wir haben ja auch dieses Humus-Konzept von Junitzki und die entwickeln Projekte der Hochtechnologie. Also das spielt natürlich alles wunderbar in das hinein, was Junitzki alles verkörpert. Und die waren eben jetzt wieder und so. Ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat. Ich habe hier ganz gezielt das heraus. Das ist typisch für Barberin. Das heißt nichts anderes. Die Ergebnisse sind perfekt. So, dann gab es hier ein interessantes Interview jetzt nach der Messe in Singapur, warum man gezielt die Messe in Singapur ausgewählt hat. Ich habe mir das Ganze mit Spannung angesehen. Ich weiß da, was Singapur ist, dass es ein kleines Land ist, aber was es eigentlich bedeutet, ist da ganz klar herausgekommen. Es ist im Prinzip nach einer eigentlich armen Geschichte ein sehr innovatives Zentrum für Südostasien geworden und ein führendes Mitglied des Weltmarktes. Also so kann sich das Ganze ändern. Und sie sind seit den 60er Jahren unabhängig und sie betreiben eben eine Politik der Infrastruktur, des Bildungswesens, der Wissenschaft und also im Prinzip alles in diesen Bereich hinein, die Welt wirtschaftlich und so weiter zu eine Vorrangstellung zu haben. Sie ist noch dazu ein internationaler Finanzplatz und eines mittlerweile der reichsten Länder der Welt. Also das ist schon spannend hier. Und dann waren natürlich hier hochrangige Leute am Stand. Das war auch so eingeplant. Der Ho Wu Fan, der Verkehrsminister von Singapur, und der Alan Ishan, der Leiter der Abteilung für Straßenverkehr. So, und um was geht's? Singapur wird kein leichtes Thema sein, aber warum Singapur gewählt ist natürlich, es ist ein zentraler Mittelpunkt, wo sich alles, was Rang und Namen hält, eben aus diesem Bereich versammelt, eben aus den ganzen Nachbarländern kommen. Und Singapur selber hat man sich gedacht, könnte man Lösungen für die letzte Meile machen. Warum? Die haben ein sehr gut ausgebautes U-Bahn-System. Aber die Verknüpfung eben zwischen den U-Bahn-Knotenpunkten, da könnte man Skyway zum Beispiel integrieren. Es wird nicht einfach sein, da reinzukommen, aber man wird natürlich darum kämpfen, weil es natürlich auch ein Vorzeigeobjekt wäre. Und natürlich auch Gelände von Universitäten und Technopark, da muss auch einer von einer Uni vor Ort gewesen sein und gefragt haben, ob sie nicht eine Lösung hierfür hätten. Also darüber hat er jetzt berichtet eben und das war eben der Grund, warum man nach Singapur gegangen ist. Und das ist ja auch wichtig, dass man dorthin geht, erstens mal, wo das Geld ist, wo der Einfluss da ist, aber eben auch, wo dann die hochrangigen Leute eben vor Ort sind. Also sie sind hier schon sehr klug. So. Dann gab es Abnahmeprüfungen von dem 48 Personen Unibus. Also ich finde es ja immer wieder spannend, wenn die Leute sagen, es gibt keine News. Ich hänge ja immer stundenlang so viele News, wie es im Augenblick immer gibt. Hier dieses Unibus, ich habe es ja live gesehen jetzt am 7. Juli, wo ich im Ökopark war. Es sieht ja wunderschön aus. So für 48 Personen, davon 16 Sitzplätze. Also 170.000 Passagiere pro Stunde könnte man hier transportieren. Eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen. Warum ist es so? Weil man eben einen nach den anderen fahren lassen könnte mit 2 Sekunden Abstand. Und in der Regel fährt man 100 Stundenkilometer, es wären aber Höchstgeschwindigkeiten mit 150 Stundenkilometer hier möglich. Also ein wunderschönes Fahrzeug, kann ich euch sagen. Mal sehen, mit welchen Fahrzeugen wir fahren dürfen dann am 4. August. So, dann hat man darüber berichtet, eben die MyFin, dass Junitzki und sein Team natürlich hier auch ganz besondere Wege gibt, sondern dass man nicht nur Rechenschaftsberichte über das Unternehmen rausgibt, sondern dass man die Rechenschaft auch ausweitet, indem man einfach jährlich dieses Ökofest hier veranstaltet. Das war übrigens ein Bild vom 1.2016. Da war alles noch sehr schlammig, deswegen habe ich das hier eingebaut. Und jetzt sieht das ganze Jahr an und für sich schon sehr gut aus. Also ich kann euch versichern, man kann auch noch schlammige Füße bekommen.
wenn man, ja, wenn es gerade geregnet hat. Ich habe es ausprobiert mit einem Schuh. Es war ein sehr schönes Gefühl und der Paparazzi von Skype war auch so nett und hat meinen Schuh gleich mit fotografiert auf Wunsch meines Mannes. Also es geht auch heute noch, aber nur an ganz, ganz wenigen Stellen, wo ihr in der Regel gar nicht hinkommt, außer ihr müsst gezielt das ausprobieren, so wie ich damals. Und es hat eben vorher geregnet, deswegen war das ja etwas ja lehmig und klebrig. So, dann war jetzt aktuell noch eine Botschafterin aus Indien, die jetzt ganz neu gewählt wurde. Das ist die außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin Indiens, die in Weißrussland ist. Die hat am 24. Juli mit ihrem Mann, der auch Architekt ist, haben sie sich das Ganze angesehen. Sie wusste schon davon, sie haben gezielt das auf ihren ersten Aufgabenplan eingebaut. Und Indien wissen wir ja, da geht es ja auch um ganz, ganz viel. Die waren ja auch dort schon eingeladen als Ehrengäste und da, die haben ja auch einen Verbund mit Weißrussland. So, bevor ich jetzt auf meinen Baum zurückkomme, auf die neue Webseite, möchte ich euch noch die aktuellsten News sagen aus den russischen Webinaren. Das ist ja auch nicht gerade wenig, was ich jetzt noch habe. Also, Junitzke wird auf dem Ökofest verkünden, warum er die Verlagerung von Indien nach den Emiraten gemacht hat. Also, das kann ich mir eigentlich denken, da gibt es sicherlich, aber er wird hier die Details sagen. Ich werde jetzt nicht vorgreifen. In ein paar Tagen ist es ja soweit. Und für alle dieses Event wird ja ganz, ganz groß übertragen, komme ich aber dann später noch dazu. Also da wird er uns darüber berichten, warum man im Moment Indien zurückgesetzt hat und sich auf die Emirate konzentriert. Dann geht es auch um ein sogenanntes Ecodom. Und ich nehme mal an, da geht es um die Technologien oder auch um die Ökohäuser. Das alles ist im Aufbau, die Technologie von der Unitsky Engineering School, was auch immer das ist. Also es wird ja dem Zentrum wird ja ein Zentrum angeschlossen, wo Ingenieure ausgebildet werden oder auch in den einzelnen regionalen Bauprojekten eben Techniker eben herangeholt werden in den einzelnen Ländern. Ich denke, dass es darum geht und es soll möglicherweise beim Ökofest auch hier offizielle Informationen dazu geben. Dann hat man mitgeteilt, dass im nächsten Geschäftsjahr, und jetzt Achtung, das nächste Geschäftsjahr von Skyway beginnt nicht im Januar, sondern im September. Im nächsten Geschäftsjahr, beginnend im September 2018, wird es bedeutende Veränderungen im Fonds Skyway Kapital geben. Das heißt, in der Struktur, im Aufbau, habe ich ja in den Workshops häufig schon berichtet. Kann sein, dass es da jetzt nochmal Infos dazu kommt, werde ich demnächst ein Gespräch mit Dr. Maskow haben. Und auch in der Zusammenarbeit, also in der Struktur, in den Investitionen, aber auch in der Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft. Also da wird es in nächster Zeit einiges an Informationen geben. Bitte immer online bleiben, immer schön zuhören. Ich werde zeitnah, sobald ich es festbelegt habe, euch natürlich berichten. Und dann hat man eben noch gesagt, die Übertragung, also wenn ich die Information richtig rüberbekommen habe, dann soll die Übertragung des Ökofestes nicht in 7 Sprachen, sondern, ich kann es gar nicht glauben, in 60 Sprachen vor geschätzten 2 Millionen Zuschauern stattfinden. Also es ist ein absolutes Highlight dieses Jahres und wir reden hier nicht mehr von Kleinigkeiten. Dann zurück zu, wie viele Leute sind aktuell beschäftigt bei Junitzki? Insgesamt 750 Spezialisten, davon 500 Konstrukteure. Also, ich werde euch gleich sagen, wie das mit dem Busch geht. Ja, dann eben das mit dem Stammunternehmen. Dann genau, die Schwerpunkte liegen bei der Entwicklung der Emirate. Und das, was danach sofort kommt, in San Bernardino. Also ich denke, auch da werden wir beim Ökofest natürlich hier einiges an Informationen bekommen. Und dann eben Vietnam laufen umfangreiche Vorbereitungen, das habe ich euch ja schon erzählt. Parallel zu den Gesprächen, wenn die Delegation nach Vietnam kommt,
wird es auch noch eine große Skari Capital Konferenz in Vietnam geben. Und auch das Thema Ökohäuser soll jetzt ganz groß kommen. Auch hierzu soll es höchstwahrscheinlich Informationen beim Ökofest geben. Also das waren so die Schwerpunkte von den Informationen aus den russischen Webinaren. Und was man hier eben auch gesagt hat, das habe ich ja schon angedeutet, der Aufbau von Skyway wird nicht eine Strecke sein von A nach B und dann wieder die Strecke von A nach B, sondern ein ganzes Konstrukt. Es wird eine spezielle Grundstruktur geben für die Teilnahme in den bevorstehenden lokalen Projekten. Und was ich hier so sehe, es ist wichtig zu verstehen, dass die Initiierung und die Vorbereitung der lokalen Projekte, die werden vorbereitet und, so wie ich das sehe, wird die Finanzierung nicht allein sein von den entsprechenden Ländern, sondern es wird auch hier, wenn ich das richtig verstanden habe, auch werden wird auch Skyway in den einzelnen Projekten zum Teil sich mit integrieren und sich mit einkaufen. Es wird also zum Teil von Skyway mit initiiert und auch mit finanziert oder von uns jetzt, aber eben auch dann von den externen, entweder Investoren oder Ländern. Also wird sicherlich ganz spannend werden, wie das Ganze wird, aber jetzt erklärt sich für mich das auch langsam, wie das Ganze dann an den Beteiligung der Dividenden und so weiter dann laufen wird. Durch die Gewinne, die daraus entstehen werden, natürlich dann, weil man sich ja auch mit einkauft, dann entsprechend die Dividenden entstehen. So wird das Ganze langsam etwas vorstellbarer. Also wenn ich ein Projekt habe, das, was weiß ich, die Hälfte Skyway gehört und die Hälfte irgendeinem Investor oder irgendeinem Land, dann wächst das natürlich weltweit mit den Projekten und mit den Zugewinnen. Und je höher das eben die Gewinne sind, die Einkäufe, desto größer wird das ganze Unternehmen und dann wird das Ganze auch plausibel, warum einfach hier diese großen Gewinne in Zukunft zu erwarten sind. Aber lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Das waren jetzt so die wichtigsten Sachen. Genau, das Ökohaus nach den Technologien der Ingenieurschule von Unity wird gebaut. Also scheinbar wollen sie da jetzt noch irgendwie eins bauen. Ich kann euch so viel schon mal verraten. Man hat jetzt mittlerweile auch schon Gebäude neben dem Ökopark errichtet, wo dann auch Gäste übernachten können. Also es hat sich einiges getan für die, die letztes Jahr schon dabei waren. Man hat auch diese Leichtlaufstrecke, wie Sie schon gesagt haben, verstärkt. Also auch hier hat sich einiges getan. Und für alle, die dabei sein können, wird es sicher sehr spannend. So, und jetzt zur Frage, suche deinen Baum. Es gibt eine neue Website. Schaltet es euch vielleicht ab, die skyway-park.com. Und wenn ihr unten nach unten scrollt, da habt ihr dann die Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber auf alle Fälle könnt ihr dann euren Namen eingeben. Ich habe zum Beispiel Kirna angegeben, kam sofort Kirna Rosemarie. Ihr seht es. Hier. Hier. Kirna Rosemarie hat mir sofort den Namen ergänzt. Ich habe alle, wo ich wusste, die haben einen Baum, habe ich eingegeben. Und dann öffnet automatisch dieses Bild. Und das hier ist mein persönlicher Baum. Und da werde ich, da steht auch dabei, der steht in der Reihe 16 ist er und die Nummer 22. Also wenn ihr das auf diese Seite eingebt, wenn ihr einen Baum habt, dann werdet ihr das, ah ja, der Gerhard hat seinen auch gefunden. Also wer seinen Baum finden möchte, der kann ihn so ganz leicht finden. Es gibt auch eine 3D-Funktion. Die Website ist sehr, sehr schön und ist eben nur über den Ökopark. Eine sehr schöne und informative Website. Ihr seht, der Fake nimmt immer mehr Formen an. Ist natürlich Spaß, ja, weil wer jetzt schon ein bisschen dabei ist und vor allen Dingen das alles gesehen hat wie ich habe ja mittlerweile, es gibt nichts, was ich nicht gesehen habe. Doch, die Serienfertigungshalle, die habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe das kleine, das große Office mittlerweile besucht, den Ökopark, die Manufaktur. Also wirklich, ich kenne mittlerweile alles und ich kann euch versichern, es sieht alles genauso aus, wie es in YouTube seht. Und wer das nicht glaubt, dem kann man nicht helfen. Hat heute nicht geklappt mit Irina, das verstehe ich nicht. Also ich habe es schon zwei, dreimal gemacht. Ich habe das Bild hier drauf fotografiert.
Einfach nochmal probieren und notfalls mit mir vielleicht nochmal ausprobieren. Normal nach unten scrollen, wenn du deinen Namen eingibst, dann müsste das automatisch kommen, wenn du einen Baum hast. So, dann kommen wir nochmal zum Ökofest. Also wer seinen Baum besuchen will, kann diese Gelegenheit nutzen. Ich werde sie nutzen, weil das letzte Mal hatte ich keine Zeit. Ich wusste auch nicht, in welcher Reihe das sich befindet. Aber jetzt weiß ich's. So. Und ich kann nur jedem raten, der Zweifel hat, seid dabei. Direktübertragung soll angeblich in 60 Sprachen sein. Man muss sich das mal vorstellen, das ist unglaublich. Wer sich bei uns angemeldet hat, also ich werde übrigens für alle, die zum Ökofest reisen, ich habe es noch nicht in die Gruppen gegeben, morgen Abend um 20 Uhr ein Webinar für alle Minsk-Reisenden machen. Ich muss es noch vorbereiten, aber morgen Abend 20 Uhr, um einfach die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst, zu erfahren. Ja? Und dann werde ich euch, ist nicht so schlimm, ihr braucht keine Angst zu haben, ich war jetzt schon so oft drüben und ich freue mich unglaublich schon wieder rüber zu fahren. Minsk ist ja so eine schöne Stadt. Seid dabei und es gibt auch eine Neuerung. Seit diesem Monat kann man nicht nur 5 Tage visumsfrei fahren, sondern sogar 30 Tage. Also mein nächster Minsk-Urlaub wird dann nicht mehr 5 Tage sein, sondern mindestens 1, 2 Wochen. Glaub mir es, das lohnt sich. So, also hier haben wir unser kleines Unibike. Wir haben aktuell 35 Dollar. Wer sich noch nicht angemeldet hat, anmelden kann man sich über die RSW-Seite. Man sieht es hier oben, festival.rsw System. Hier haben wir es. Kann man sich anmelden, kostet aktuell 35 Dollar. Wer es noch nicht getan hat, vor Ort 100 Dollar, das ist natürlich schon heftiger Unterschied. Und wer jetzt nicht im organisierten Bus dabei sein kann, der kurz entschlossen ist, vielleicht können wir noch ein paar unterbringen, das wäre jetzt nicht das Problem, dann bitte bei mir melden. Ansonsten gibt es die ganz tolle Möglichkeit mit Uber. All diese Möglichkeiten werde ich dann morgen Abend im Webinar euch nochmal erklären, wie man das Ganze macht. Und es hat schon ein paar Änderungen wieder gegeben seit dem letzten Jahr. Aber ansonsten braucht keine Angst zu haben vor der Sprache. Das kann ich euch auch verraten. Denn außer man kann kein Englisch, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber normalerweise kommt man mit Englisch überall durch. Also wir waren jetzt ja drüben 5 Tage. Wir haben uns nur auf Englisch verständigt. Und wer natürlich kein Englisch kann, da wird es ein bisschen schwieriger, der soll sich vielleicht an jemand dranhängen, der Englisch spricht. Na, Sigrid, weißt du, aber ich denke, du hast deine Leute dabei, die Englisch sprechen. Ansonsten, Uber geht auch ohne Sprache, so viel kann ich euch verraten, aber das erkläre ich dann morgen Abend. So, was werden wir sehen, hören und so weiter? Natürlich die ganzen News. Wir werden auch die größte Drohne weltweit, die eine Tonne transportieren kann, sehen, haben sie uns zumindest versprochen, das Elektromobil für Schwerbehinderte, die superleichte Strecke mit Spannweiten bis zu 7 Kilometern, die Blockchain-basierende Steuerung soll gezeigt werden, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen noch, werden wir hoffentlich alles sehen, den neuen Prachtkomplex, den habe ich schon gesehen, allerdings nicht in Aktion, wäre viel zu gefährlich und viele Überraschungen. Freuen wir uns auf das, was kommt. Wird sicher spannend. Und was noch viel, viel spannender ist, wer dabei war letztes Jahr, der weiß, einfach diese Energie, diese Begeisterung, nur lauter Skyway-Investoren, lauter Skyway-Fans, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Und allein das ist schon der Grund, warum ich dahin bin. So, hier das Foto entstand am 7.7. vom Skyway-Paparazzi. Wer sind die ersten Passagiere im Unibus? Wir haben die Listen schon weitergegeben. Wir hatten ja 40 in Deutschland, die haben wir voll, 30 in Österreich. Da habe ich noch 3 Plätze frei gehabt. Ich weiß nicht, ob sie noch frei sind oder ob sie sie anderweitig abgegeben haben. Es hat geheißen, heute ist letzter Termin bis 17 Uhr. Eigentlich war der 20. Aber es gibt da scheinbar Ländervertreter, die haben es nicht so eilig. Die haben nicht den deutschen Perfektionismus. Sagt es, wir haben natürlich mitgenommen, wer sich angemeldet hat und haben, wen ich gekannt habe. Wer sich nicht gemeldet hat bei mir, tut mir leid, den kann ich nicht helfen. Ich kann es natürlich nicht wissen. Aber ich hoffe, dass alle, die jetzt hier sind, sich bei mir gemeldet haben, die dabei sind bei den Reisen. Ich habe es ja auch mehrfach in den Gruppen
publiziert. So, dann wird am Tag darauf, am 5. wird ein Skype Capital Forum stattfinden. Dort wird auch Winitzki nochmal sprechen. Gab es ja letztes Jahr auch von eben 11 Uhr bis 15 Uhr die Konferenz. Also wer dabei sein möchte, sollte sich schleunigst anmelden. Ist ein sehr schönes Hotel, natürlich auch First Class. Ich selber bin in einem anderen Hotel untergebracht, aber wir werden natürlich dort sein. Wer hierzu Fragen hat, kann mich natürlich noch kontaktieren, aber in der Regel ist die Anmeldung in eurem Backoffice, kostet glaube ich $25 und war natürlich auch letztes Jahr, sind natürlich viele Ehrungen auch, aber Junitzki wird auch sprechen, muss nicht, ist nicht ein Zwang, aber für die, die sich wirklich ernsthaft fürs Geschäft oder für Skype interessieren, ist sicherlich sehr, sehr interessant dabei zu sein. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Wenn, dann bitte im Backoffice unter Veranstaltungen, unter internationale Veranstaltungen, glaube ich, ist es drin, muss man sich anmelden. Und dort wird es dann auch registriert. Macht euch vorsichtshalber einen Screen, falls es mal nicht mehr da ist und ihr trotzdem nicht auf der Liste seid. Oder macht euch auch einen Screen von der Zahlung, dass ihr notfalls einen Nachweis habt. Das sind nur einfach Erfahrungen, die ich euch hier weitergeben möchte. Ansonsten ist natürlich noch ein ganz, ganz großes Highlight dieses Jahr, die InnoTrans in Berlin vom 18. bis 21. Die meisten werden wahrscheinlich, so wie ich, am 21. dort sein, die daran teilnehmen möchten. Die InnoTrans, da muss man sich selbst anmelden über die normale Zeit. Ich glaube, kostet 45 Euro der Tag, außer man will mehrere Tage teilnehmen. Und auch am anderen Tag, am 22., da werden Informationen später kommen, wird dann auch nochmal ein Forum stattfinden. Also plant, wenn ihr hinfahrt, am besten gleich von Freitag bis Sonntag. Ein ganz, ganz großer Rat an euch, wenn ihr schon Donnerstag anreisen wollt, dann übernachtet vielleicht eine Nacht außerhalb, weil da ist noch Messe und das ist extrem teuer. Also ich reise auch erst Freitag an in Berlin. Vielleicht außerhalb, dass ich nicht so weit gefahren habe, einen Tag früher, muss ich noch schauen, weil ich auch eine weite Fahrt habe. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass es das Dreifache kostet, nur weil Messe ist. Also das nur als kleiner Tipp. Außerhalb übernachten oder eben generell außerhalb übernachten, dann ist es auch wesentlich günstiger, wer dabei sein möchte. Weil das ist wirklich keine Kleinigkeit, das ist schon allerhöchste Sahne, was den Preis anbelangt. So, und dort wird ja erstmals das Unilot vorgestellt werden für 6 Personen. Und das ist ja die neue Strategie, die Unitzki fährt. Keine Highspeed-Fahrzeuge mit Übergröße, sondern lieber mehrere kleine, sodass man einfach flexibler ist. So, ansonsten bedanke ich mich heute für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch so die wichtigsten Sachen noch rüberbringen und es wird nächste Woche wird kein Webinar sein, weder Workshop noch ein Webinar, weil wir ja bereits am Donnerstag morgens abreisen nach Minsk. Ich freue mich über alle, die in Minsk dabei sind und ansonsten wird es die nächste Information geben in Form eines Workshops, das heißt ohne Folien, nur mit den wichtigsten Informationen am Mittwoch nach dem Ökofest, weil ich einfach nicht schaffe, das vorzubereiten. Am Donnerstag habe ich dann eine Offline-Präsentation in Tiersheim. Da sind, wenn nicht, kommen Sie noch rein, die Informationen in den Gruppen, auch in den Facebook-Gruppen von uns werden wir es publizieren. Und eine ganz große Bitte, diejenigen, die aus dem Umkreis von Berlin sind oder eben Leute haben in Berlin und Umgebung, ich werde am 12. August natürlich berichten, vom Ökofest und so weiter. Da wird, das ist ein Sonntag um 11 Uhr eine Präsentation sein für interessierte Investoren, die schon dabei sind und natürlich auch für Gäste. Das wird diesmal auch mit einem kleinen Unkostenbeitrag verbunden sein. 10 Euro für Investoren, 5 für Gäste. Einfach, weil das Ganze dort ein sehr teures Pflaster ist und auch verbunden mit sehr vielen Kosten für mich. Und es wird dann ab 11:30 ein Workshop sein, wo ich einfach euch noch einiges an Informationen oder an Fragen beantworten werde.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend und wir hören uns wieder entweder beim Ökofest, dass man sich persönlich trifft, oder am Mittwoch nach dem Ökofest oder eben dann Donnerstag und Sonntag bei den Offline-Events.